Ich eröffne die 107. Plenarsitzung des Hessischen Landtags und stelle die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Vor Eintritt in die Tagesordnung darf ich Sie bitten, sich von den Plätzen zu erheben. Meine Damen und Herren, in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 wurde unser sehr geschätzter ehemaliger Kollege, der Regierungspräsident von Kassel, Dr. Walter Lübcke, auf der Terrasse seines Hauses ermordet. Daran möchte ich heute anlässlich des dritten Todestages erinnern, und ich denke, wir werden gemeinsam diesen Tag nie vergessen. Und, dies kann man nicht oft genug wiederholen, Walter Lübcke war ein überzeugter und ein überzeugender Demokrat. Als Politiker war er Vorbild, freundlich, durchsetzungsstark, direkt, geradlinig und verbindlich. Er war engagiert, und jeder, der hier ist und ihn erlebt hat, weiß, er kämpfte für seine Überzeugung. Walter Lübcke hat sich für ein freies Land und einen demokratischen Rechtsstaat eingesetzt, in dem jeder Mensch seine Meinung äußern darf. Für diese Überzeugung hat er mit seinem Leben bezahlt. Seine Ermordung macht uns heute, 3 Jahre danach, immer noch fassungslos, aber sie ist auch Ansporn für uns alle, immer aufs Neue für die Grundwerte unserer Demokratie engagiert einzutreten. Wir denken heute auch an seine Frau, seine Kinder, seine Enkelkinder, die ihn immer schmerzlich vermissen werden. Und ich darf Sie bitten, unserem Freund Walter ein stilles Gedenken zu widmen. Ich danke Ihnen. Meine Damen und Herren, zur Tagesordnung. Die Fraktion der Sozialdemokraten bittet darum, dass der Antrag Top 29 betreffend Weiterentwicklung der hessischen Aufstiegsprämie, Drucksache 20-7733, zusammen mit der Aktuellen Stunde, dem Tagesordnungspunkt 59, Meisterbrief, kostenfrei usw. so weiter, aufgerufen wird und direkt danach abgestimmt wird. Wir können so verfahren. Dann ist eingegangen, auf Ihren Plätzen verteilt, ein dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 Die Grünen betreffend Fachkräftemangel beheben, die Drucksache 20-8589. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dies Top 71, und wir können dies mit dem Tagesordnungspunkt 59 der Aktuellen Stunde der SPD aufrufen und danach abstimmen. Weiter eingegangen und verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion der AfD betreffend Kunstfreiheit darf nicht als Deckmantel für Antisemitismus missbraucht werden. Das ist die Drucksache 20-8590. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Antrag, dringlicher Antrag Top 72, und wir können ihn mit dem Tagesordnungspunkt 58 der Aktuellen Stunde der AfD aufrufen und danach abstimmen. Okay, zum Ablauf der Sitzung. Nach dem vorliegenden Ablaufplan tagen wir heute voraussichtlich bis ca. 18.15 Uhr. Haltet euch dran. Eine ca. 60-minütige Mittagspause ist nach Top 51, Gesetzpunkt der FDP, vorgesehen. Wir beginnen jetzt im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen mit dem Tagesordnungspunkt 58 der Aktuellen Stunde. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Entschuldigungen heute. Es fehlen heute ganztägig der Herr Ministerpräsident Boris Rhein, der Staatsminister Axel Wintermeyer und der Staatsminister Peter Beuth, Abgeordneter Klaus Gagel von der AfD, Abgeordneter Arno Enners von der AfD. Schon wieder.
Du stehst aber immer wieder hier mit drin. Das ist sehr verwirrend, muss ich sagen. Das ist die Bilokalität, an verschiedenen Orten gleichzeitig zu sein. Also, der Abgeordnete Innes ist, das halte ich jetzt für das Protokoll fest, und wenn ich noch einmal hier sehe auf der Liste, dann ist ja was los, er ist entschuldigt für den nächsten Dienstag, für die Sondersitzung. So, das halten wir jetzt noch mal fest. Gut, dann ist entschuldigt der Abgeordnete Florian Schneide. Ich gucke jetzt mal, ob er da ist. Nein. Von der SPD, die Abgeordnete Kaya Kinkel, Bündnis 90 Die Grünen, der Abgeordnete Dr. Dr. Rahn von der AfD, Abgeordnete Gerntke, Die Linke, der Abgeordnete Hermann Schaus ist entschuldigt bis 13 Uhr und der Kollege, der Abgeordnete Rolf Kahn, ist ab 15 Uhr entschuldigt. Gibt es weitere Entschuldigungen? Moin, steht auch lang. Ja, gut. Dann stelle ich fest, dass es keine weiteren Entschuldigungen gibt. Und jetzt haben wir natürlich zwei erfreuliche Anlässe. Zunächst hat die Frau Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst heute einen runden Geburtstag. Und liebe Angela, dazu meinen herzlichen Glückwunsch. Ich habe dir vorhin gesagt, als du geboren wurdest, in dem Jahr bin ich in Landtag gekommen, da siehst du mal, wie alt ich bin und wie jung du bist. Und deshalb alles Gute, Glück auf und Gottes Segen. So, beruhigt euch bitte. So. Dann gibt es einen weiteren runden Geburtstag. Der Kollege Heiko Scholz von der AfD-Fraktion hat heute seinen 60. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Glück auf und Gottes Segen. Herzlichen Dank. Alles Gute. So, sind wir sehr harmonisch gestartet. Ich gehe davon aus, dass das so bleibt. Dann wären wir am Ende der amtlichen Mitteilungen.